Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog aus der Adventszeit in Norwegen. Nachdem ich euch letzte Woche bei meiner Prüfungsvorbereitung mitgenommen habe und eigentlich die ganze Woche lang nur Uni gemacht habe, können wir uns jetzt wieder den schönen Dingen in diesem Weekly Vlog zuwenden und wir gehen auf einen Trip. Heute geht's nach Trondheim. Das ist ungefähr 5-6 Stunden hier von Lillehammer entfernt in den Norden und ich freue mich richtig dolle, euch dabei mitzunehmen. Schnee liegt auf jeden Fall jetzt schon in Mengen, auch hier, falls man das erkennen kann. Wir waren gestern zum ersten Mal beim Skispringen, also nicht wir selber, sondern zum Zugucken, weil hier in Lillehammer ist eine richtig große und bekannte Skisprungschanze von den Olympischen Spielen 94 und gerade ist hier der World Cup im Skispringen und Biathlon, ich glaube auch noch andere Disziplinen. Und da haben wir gestern Abend bei den Frauen beim Skispringen zugeschaut. Und das war richtig cool, weil ich das vorher halt immer nur im Fernsehen gesehen habe, logischerweise. Und das mal so live zu sehen, war auf jeden Fall richtig spannend. Und dann bin ich gestern Abend erst ultra spät ins Bett, weil ich noch meine Tasche zu Ende packen musste, mein Essen vorbereiten musste, habe noch meine Nägel neu lackiert und irgendwie mich hier vorbereitet und war dann irgendwie 11.30 Uhr im Bett. Und heute früh hat um 6 mein Wecker geklingelt, was ich nicht mehr gewohnt bin. Und das Beste daran ist, dass er nicht so früh hätte klingeln müssen, weil wir festgestellt haben, dass unser Bus, der uns nach Trondheim bringt, nicht um 8.05 Uhr, sondern um 8.50 Uhr erst abfährt. Und das haben wir erst heute früh, nachdem wir bereits aufgestanden waren, bemerkt. Ich weiß nicht, wie drei Studierende, so verpeilt sein können. Aber jetzt können wir es auch nicht mehr ändern. Und das Beste an der ganzen Sache habe ich euch noch gar nicht erzählt, weil wenn der Bus 8.05 Uhr gekommen wäre, hätten wir dahin laufen müssen. Und zur Skistation, also zur Hauptbus- bzw. Zugstelle, laufen wir ca. 40 bis 45 Minuten bei 15 cm Neuschnee diese Nacht, würde ich mal sagen. Und dadurch, dass der Bus jetzt erst 8.50 Uhr kommt, können wir ganz entspannt den ersten Bus, der hier am Samstag abfährt, um 8.30 Uhr nehmen, um in die Innenstadt zu fahren. Ich liebe es ja, dass es jetzt wesentlich bequemer für uns ist, aber dadurch sind wir halt nochmal 50 Minuten früher aufgestanden. Amazing! Wie auch schon mein letztes, ist dieses Video Teil der Study Mess Collaboration, unserem kleinen YouTube-Adventskalender, den ich mit einigen anderen YouTuberInnen gestartet habe in diesem Advent. Heute ist schon das 10. Türchen und damit das 10. Video und ihr findet in den ersten 3 Minuten den 10. Buchstaben für unser Lösungswort für das Gewinnspiel, was wir in diesem kleinen Adventskalender für euch verlosen. Es gibt 3 Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro zu gewinnen, plus noch eine Goodiebox mit ganz vielen Kleinigkeiten, die wir für euch zusammengestellt haben. Alles, was ihr fürs Mitmachen tun müsst, werde ich euch unten aufschreiben in der Videobeschreibung. Und dort findet ihr auch alle anderen Kanäle, die bei diesem Study Mess mitmachen, sowie auch die Playlist verlinkt, damit ihr die vorherigen Videos wiederfindet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem weihnachtlichen Vlog. Ich bin so froh, dass wir jetzt nicht 40 Minuten laufen müssen oder 50, keine Ahnung. Es ist einfach... Bestimmt, das sind doch bestimmt 10 cm Neuschnee. Oh mein Gott. Wir sind gerade in unserem Bus angekommen und wir sitzen einfach ganz vorne, weil hier 3 Sitze sind und wir haben so einen geilen Ausblick. Ich lieb's. Der Bus ist auch komplett leer. Und es hat so richtig nice, breite, große Reisebussitze. Love it! Es geht los! Die Sonne ist ja jetzt auch aufgegangen. Ja, wer hätte es gedacht. Frühstückspause. Yay, ich habe Porridge dabei mit Kaki. Und wir sind jetzt schon eine Weile unterwegs. Ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs sind, es ist 10.20 Uhr. Hab anderthalb Stunden, hab gefühlt die ganze Zeit nur am Handy gechillt, aber es ist mega schön. Hast du sie ausgecheckt? Ja. Anna hat gerade die Toilette ausgecheckt. Und wie war's? Ja. Voll sauber, aber der ist halt genau in dem Moment losgefahren, als ich mich hinsetzen wollte. Ja, hab ich gemerkt. Aber du bist runter. Ja, da hinten. Und da hinten ist noch eine Treppe? Ja. Weil hier hinter uns ist direkt die Treppe, aber dahinter scheinbar nochmal. Und wir sind immer noch die Einzigen am Bus. Es ist bisher noch niemand dazu gestiegen. Vor allem einfach ein Doppelstockbus für uns 3 Mädels. Man hätte mit dem Auto fahren können. Das ist eigentlich mega unnötig.
Auf so langen Bus- oder Zugfahrten, aber auch wenn ich spazieren gehe, putze oder aufräume, liebe ich es, Podcasts oder Hörbücher zu hören. Und bei Next Story habe ich Zugriff auf tausende von deutschen und englischen Hörbüchern. Beispiel auch auf die Bücher von einer meiner Lieblingsautorinnen, Colleen Hoover. Weil ich Laken liebe, war das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Oder auch auf die Bücher von Brittany C. Sherry, von der ich gerade erst ein Buch gelesen habe. Und mit dem Link in meiner Videobeschreibung und meinem Code mind-wanderer könnt ihr Next Story 60 Tage kostenlos testen und euch reinhören. Gifler mit Schokokaramell. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, die riechen wie diese Croissants. Ja, die riechen wie diese. Oh, wie Schokocroissants. Croissants. So, ich finde diese mit dem Hund drauf, diese Schokolade. Schmeckt doch wie so ein Croissant. Aus dem Supermarkt. Sehr lecker. Ich finde das witzig, dass wir die geil finden, bei in einem Restaurant, also in einem Café, wenn so eine Zimtschnecke im Café schmecken würden, da würden aber wir sagen, ist ja auch ein kleiner Snack. Und ich finde die geiler, weil die ist mega, mega feucht durch die Füllung. Ja. Die ist mehr als bei den Zimt. Ja, ich finde die Füllung auch geil. Aber vom Geschmack erinnert mich das echt extrem an diese Schoko-Croissants. Oder es gibt doch auch so Milchbrötchen? So Milchbrötchen mit Schokolade. Mhm, ja. Auch in so einer Plastikpackung. Genauso daran erinnert mich das. Pünktlich zum Sonnenuntergang fahren wir nach Trondheim rein. Oh mein Gott! Und da ist der Dom! Voll die süße Wohngegend. Und das rote Haus ist unseres. Und wir wohnen da ganz oben am Dachboden mit den Dachschrägen. Und wir haben Schokoladen. Wie cute. Und auch das hier mit dem Bücherregal finde ich richtig süß. Warte, ich komme. Unsere Mini-Küche. Okay, Leute, die Küche ist echt eher Brot essen und vielleicht mal Nudeln kochen. Da wir haben eine Herdplatte. Nudeln mit Pesto. Ja, Nudeln mit Pesto. Nein. Oh, wie süß. Sogar mit kleinen Schokis auf dem Bett. Wie süß war die bitte? Wir sind gerade ins Airbnb rein und es ist so niedlich. Och, ist auf die Baustellen einen richtig schönen Ausblick. Die Sonne geht gerade unter. I'm happy. Ich finde es richtig süß. Wir gehen jetzt kurz zu Rema einkaufen, damit wir wenigstens einmal Nudeln machen können und nicht super viel Geld für Essen ausgeben. Und wir haben ein bisschen so Kleinigkeiten mit, dass wir uns mal Porridge, oh, das Licht ist gerade angegangen, Porridge machen können, ein bisschen Obst. Aber sonst gehen wir dann halt essen und heute Abend wollen wir theoretisch Sushi essen gehen. Unser erster richtiger Tag und wir sind auf dem Weg und erkunden heute Trondheim. Sieht so schön aus. Aber sowas von. Ich finde den lecker, aber ich finde die von Hey besser. Kennst du den von Hey mit Schokolade? Finde ich irgendwie besser. Der schmeckt nämlich so. Auch nicht süß.
Ja, das stört mich jetzt nicht, aber ich finde die Nüsse nicht so geil wie die von Hey. Wir saßen jetzt gefühlt 2 Stunden im Café und haben uns da aufgewärmt. Ja, nicht nur gefühlt, es waren wirklich 2 Stunden. Und jetzt ist die Sonne untergegangen. Amazing. Ja, aber das ist so geil. Ja. Sieht so schön aus. Ich verlasse mich drauf, dass ich ein guter Lieder liebe. Ja. Immerhin ist noch ein bisschen Licht. Trondheim ist echt richtig schön. Wieder deine. You look pretty. Heute ist Tag 2 in Trondheim und heute haben wir ein bisschen mehr auf dem Programm, weil Montag ist und die Geschäfte geöffnet haben und die ganzen Secondhand-Läden. Da haben wir nämlich ein paar recommended bekommen und wir sind gerade bei dem Dom. Das ist der größte gotische Dom im Norden, hier in Trondheim. Sieht auch richtig schön aus, ein bisschen wie Notre Dame vom Stil. Und heute wollen wir ein bisschen mehr schaffen und sehen als gestern. Gestern war ein echt entspannter Tag, aber es war auch mega schön. Und ich freue mich richtig dolle auf den heutigen Tag. Sieht so krass aus. Irgendwie sieht das chinesisch aus, oder bin ich doof? Nee, bin ich auch. Ich habe mir gerade eine neue Mütze gekauft. Die ist rosa. Und Lilly holt sich jetzt eine Waffel mit Schokolade am Stiel. Das andere. Oder weiße Schokolade. Das Gesicht. Ich weiß echt nicht so ganz, wo der Tofu da sein soll. Ich such den gleich mal. Aber sieht so nice aus. Diese Portionsgröße ist auch einfach geil. Alles wieder verstaut. Wir sind ausgecheckt und müssen jetzt noch mit unserem ganzen Gepäck durch die Stadt latschen. Wir wollen nochmal zu Monkey und in so einen Dekoladen und Pizza essen, weil hier gibt es so einen Mittagsdeal, wo es 11 Euro Pizza gibt. Und dann fahren wir heute 15.20 Uhr wieder zurück nach Lillehammer. Ihr hat uns Trondheim gefallen? Sehr, sehr gut. Ich fände es auch süß. Aber ich würde hier lieber nochmal her, wenn es nicht Schnee liegt. Aber es war trotzdem mega schön. Ja. Ich fand es besser als Alesund. Ich fand es auch besser als Alesund. Es ist halt voll das Großstadtfeeling. Und es ist eine richtig krasse Studentenstadt. Das heißt, hier waren mega viele junge Leute. Und allgemein war hier halt voll viel los. Nicht so wie in Alesund. Aber richtig cool. Dann willst und dann... Ja, ich hab die... Oder vorne haben wir doch die Essos. Ich finde das voll geil, dass man einen Pizzaroller einfach dazu kriegt. Ja. Zurück in Lillehammer und es schneit gerade so dicke Flocken. Man sieht es. Ich zoome. Es sind so dicke Flocken und es schneit gerade so, so toll. Dabei wollte ich jetzt eigentlich einkaufen gehen, aber ich werde entweder noch kurz warten oder dann halt einfach gehen, weil es ist jetzt 10.10 Uhr. Ich habe relativ lange ausgeschlafen. Ich hatte mir um 8.30 Uhr einen Wecker gestellt und es war einfach noch stockdunkel und dann habe ich ihn auf um 9 gestellt und bin dann irgendwann 10 nach 9, 15 nach 9 oder so aufgestanden. Habe mir gerade ein Teechen gemacht
Und ich freue mich jetzt nach unserem wunderschönen Trip in Trondheim wieder back to my routines zu kommen. Vor allem back to Sportroutine, Gymroutine. Weil ich jetzt seit 3 Wochen einfach keinen Sport gemacht habe, weil ich krank war. Prüfungen und dann jetzt unser Trip und damit geht es heute wieder los. Ich freue mich richtig doll und ich bin mega motiviert. Aber ich muss auch anfangen mit Strategy. Strategy schreibe ich nämlich nächsten Freitag, also in 9 Tagen, meine dritte Prüfung. Und da muss ich einiges für tun, einiges lernen. Aber wie gesagt, heutige Task ist erstmal was einzukaufen, weil mein Kühlschrank ist komplett leer. Und ich werde mir jetzt erstmal kurz eine Einkaufsliste schreiben, weil so viel will ich nicht mehr einkaufen, weil ich auch in 12 Tagen nach Hause fliege. Das heißt, ich muss ein bisschen planen mit den Lebensmitteln. Einkauf. Dafür habe ich 26 Euro bezahlt. Ich habe hier Pilze, Paprika, Salat, Bananen, Mandarinen, eine Birne, ein paar Tomaten, 2x Quark, das hier ist Feta im Tetrapack, Eier, eine kleine Avocado, eine Zucchini. Diese Boller, so Klöpschen, waren runtergesetzt. Normalerweise kaufe ich die eigentlich nicht, habe die noch nie probiert. Aber ich dachte, für 1,90 kann man die mal probieren. Und dann auch noch Möhren und so klein wäre jetzt mein normaler Wocheneinkauf nicht, aber ich will halt, wie gesagt, ein paar Sachen aus meiner Pantry aufbrauchen. Ich hatte gerade noch ein Interview, da haben mich 2 Mädels angeschrieben auf Instagram, die für ihr Studium so eine Studie über Interviews machen und die haben mich kurz interviewt für 20 Minuten, glaube ich. Und dann habe ich jetzt noch kurz ein bisschen was am Laptop gemacht, E-Mails und so. Und jetzt habe ich mega Hunger, es ist schon voll spät und ich will jetzt essen gehen und ich werde heute French Toast machen. Ich habe schon voll Bock, weil das habe ich letzte Woche so gefeiert, als ich mir das ein paar Mal gemacht habe. In meinem letzten Food Diary habe ich das nämlich gemacht und es war so lecker. Es schneit immer noch so krass draußen, es hört gar nicht auf, aber deswegen ist es auch ziemlich grau draußen. Ich wollte jetzt mit euch mein 8. Türchen aufmachen. Ich habe das gar nicht in meinem Blog gesagt, aber letzte Woche ist ein Paket angekommen von meiner Mama von zu Hause. Das habe ich auf Instagram gezeigt. Und da war ein selbstgemachter Weihnachtskalender drin. Ich freue mich so dolle mit kleinen Tütchen. Und ich mache jetzt mit euch das 8. Türchen auf heute. Nice. Eine feste Duschseife von Cher. Die hatte ich schon mal. Die riecht richtig lecker. Die ist mit Limette und Zitronengras. Und ich liebe Zitronengras, den Geruch. Nice, habe ich eine neue Seife. Da sind einerseits Süßigkeiten drin von meiner Mama. Oder halt so praktische Sachen. Und dann wollte ich euch noch ganz kurz zeigen, was ich mir in Trondheim gekauft habe. Ich hatte ja einmal schon gesagt, dass ich mir eine Mütze gekauft habe. Die hatte ich hier in Lillehammer schon auf bei H&M. Und shame on me for buying H&M, wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Aber ich hatte die, wie gesagt, auch, weil ich mit meinen Mädels dort war. Und dann habe ich mich so in die verliebt und ich konnte einfach nicht aufhören, an die zu denken, weil die einfach so perfekt ist. Und deswegen habe ich mir die dann in Trondheim gekauft. Die ist in so einem hellen Rosa und einfach richtig dick und richtig warm. Und es war auch perfekt, weil ich habe nur eine einzige Mütze. Die ist grau aus Strick und von Zara. Die habe ich schon seit Jahren. Und die ist mega ausgeleiert und nicht mehr so richtig, die Wolle ist einfach so ausgeleiert. Und deswegen war die dann halt nicht mehr so richtig warm an den Ohren. Und hier ist es halt so dreifach gelegt, weil es so dreifach gekrempelt ist. Und dadurch halt richtig, richtig warm an den Ohren, was perfekt ist. Und die ist auch aus Kaschmir, also auch recht hochwertig. War jetzt nicht so eine billige Mütze, aber ich hoffe, die hält dann auch sehr lange. Und dann habe ich beim Monki noch diese süßen Socken gekauft mit Wolken. Ich liebe ja so süße, witzige Socken. Ich habe ja welche mit Avocados, welche mit Vögeln und jetzt habe ich welche mit Wolken, die ich auch richtig süß finde. Das war meine Shopping-Ausbeute. Jetzt werde ich noch einen Test machen, weil die Zahlen hier in Norwegen gehen langsam auch wieder hoch. Nicht ganz so schlimm wie in Deutschland. Und ist jetzt auch wieder relativ normal. Also viele tragen jetzt wieder Masken, was ganz cool ist. Ich trage dann jetzt auch wieder Maske. Hoffe, dass ich daran wieder denke. Daran muss ich mich erstmal wieder gewöhnen, weil das war ja hier eine ganze Zeit in Norwegen gar kein Ding, so Maske zu tragen, aber jetzt langsam wieder. Weil wir auf dem Trip waren, mache ich jetzt mal aus Sicherheitsgründen einen Test. Ich habe auch noch einen zweiten, den ich
in ein paar Tagen dann nochmal mache, bevor ich dann auch nach Hause fliege auf jeden Fall. Ich habe gerade meine Schuhe geputzt und nebenbei ein bisschen YouTube geschaut. Ich habe einen Vlog von Vanessa, Daily Vanilla, geschaut. Die schaue ich zurzeit richtig doll gerne. Und meine zwei Paar Winterschuhe geputzt. Das sind beides Lederschuhe, beides Doc Martens, die ich auf Vinted gekauft habe. Deswegen auch echt Leder. Und die muss man ordentlich pflegen. Vor allem, wenn hier super viel Schnee liegt und die einfach oft nass werden. Deswegen habe ich mir so Lederfett gekauft in Norwegen. Das ist gefühlt hauptsächlich Vaseline und dann, keine Ahnung, was das andere ist. Auf jeden Fall riecht es auch richtig lecker. Das trage ich immer mit einer Socke auf. Vorher habe ich die natürlich ordentlich sauber gemacht. Das hier sind so Spikes, die ich mir hier gekauft habe. Also die macht man, klemmt man so, da sieht man die Spikes, unter die Sohlen. Und kann deswegen dann besser laufen hier beim Schnee und Eis. Das hat mir echt richtig dolle geholfen in Trondheim und auch hier, weil ich sonst immer Angst habe, dass ich hinfliege. Genau, und jetzt habe ich die halt geputzt und eingefettet, damit das Leder nicht rissig wird. Das ist super wichtig, das zu machen, damit die Schuhe richtig lange halten und nicht kaputt gehen, nicht rissig werden. Und ja, deswegen auch super nachhaltig, damit man nämlich nicht neue Schuhe kaufen muss, weil sie kaputt gehen, sondern die ganz lange halten. Und mein Papa hat tatsächlich Schuhe, die er 11, 12 Jahre tragen konnte, weil er die ordentlich gepflegt hat. Also putzt eure Schuhe, ihr Lieben, nicht nur, wenn der Nikolaus kommt. Test ist übrigens auch negativ, alles safe. Gerade noch ein Meeting zum Thema Bachelor-Praktikum, was ich ja in meinem übernächsten Semester haben werde, und Bachelorarbeit. Und jetzt werden wir haben währenddessen gegessen und jetzt werden wir ins Gym fahren. Normalerweise fahren wir immer schon nachmittags ins Gym, aber wegen des blöden Meetings mussten wir das jetzt heute auch später verlegen und jetzt ist es schon 18:10 Uhr. Es wird ein spätes Training. Hoffentlich habe ich Motivation, wir waren nämlich echt so lange nicht mehr und eigentlich habe ich echt Bock. Also, let's do this! Morgen. Ich bin auf meinem morgendlichen Spaziergang. Ich war schon relativ lange nicht mehr, weil wir jetzt weg waren. Und heute hat es mal nicht geschneit, als ich aufgewacht bin, so wie gestern. Jetzt fängt es aber gerade so ein bisschen an. Bin aber auch schon auf dem Rückweg und vielleicht so in 10 Minuten zu Hause. Ich war mal wieder meine große Runde. Die ist immer so eine Stunde. Und es war richtig schön, durch die Winterlandschaft zu gehen. Ich finde, auch wenn Schnee liegt, ist es immer noch mal extra ruhig, weil der Schnee irgendwie die ganzen Geräusche einsaugt. Und es war richtig angenehm. Ich bin außer Atem, wie man merkt. Aber ich mag es mega dolle, so in meinen Morgen zu starten, schon mal ein bisschen frische Luft geatmet zu haben, ein bisschen Licht. Ich meine, die Sonne ist eigentlich vor einer halben, dreiviertel Stunde aufgegangen, aber davon sieht man nichts. Aber immerhin ist es hell. Und dann kann ich mich nachher auch entspannt an den Schreibtisch setzen und hoffentlich dann ordentlich ein bisschen arbeiten. Aber ich liebe es, so in den Morgen zu starten. Wenn ich tatsächlich extrem spät aufgestanden bin, mein Wecker klingelt jetzt immer um 9, was einfach so krass ist. Aber es geht halt auch erst 9.20 Uhr die Sonne auf. Und ich kann einfach nicht, wenn ich nicht muss, im Dunkeln aufstehen. Dazu kann ich mich einfach nicht motivieren.
Und um 9 war sonst früher immer so extrem lange Ausschlafen für mich. Und jetzt ist es einfach so mein tägliches Aufwachen. Aber ich finde es eigentlich okay, weil ich brauche den Schlaf, dann fühle ich mich richtig gut. Ich kann auch richtig tief schlafen, weil es halt einfach so dunkel ist. Und gehe dafür halt ein bisschen später ins Bett. Gestern war ich, glaube ich, so kurz vor 12 erst im Bett. Also ja, auch 2 Stunden später als normalerweise. Und dann ist mein Tagesablauf einfach ein bisschen nach hinten verlegt, was ich vollkommen okay finde, solange es mir dabei gut geht und ich mich dabei wohlfühle. Und so fühle ich mich auf jeden Fall viel, viel wohler und komme viel einfacher aus dem Bett, als wenn ich mich jetzt dazu zwingen würde, um 7 aufzustehen. Nur weil ich denke, dass ich dann produktiver bin, aber das stimmt halt eigentlich gar nicht. Also da muss man einfach auf sich hören und seinen Tagesrhythmus anpassen. Mich dann jetzt auch von euch und diesem Vlog verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dabei zu sein bei diesem Weekly-Vlog und dabei zu sein in Trondheim und bei mir in Norwegen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen 3. Advent, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns ganz bald wieder, nämlich nächste Woche Freitag, zu einem weiteren Teil unserer Study-Mess-Reihe von mir. Schaut auch unbedingt bei den anderen vorbei. Und abonniert natürlich auch meinen Kanal, gebt meinem Video einen Daumen nach oben, um mich zu supporten. Und kommentiert sehr gerne mal unten, wie es euch gefallen hat. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, ihr Lieben.